Hallo, hier zeige ich einen schnellen Einblick in Autodesks Sketchbook Pro. Das Programm ist hauptsächlich Desktop-Version zur Gestaltung und Visualisierung von Skizzen und man kann es auch als Skizzenbuch, digitales Skizzenbuch verwenden. Das kann ich noch schön nicht mehr. Und ja, bevor ich werde in einem weiteren Tutorials auf einige Funktionen speziell eingehen. Das hier soll nur ein schneller Einstieg ins Programm sein. Also ich habe hier oben meine Werkzeugliste, auch hier habe ich einige Farbmöglichkeiten für Illustration oder Design. Ich kann hier jeweils meine Ebenen auswählen und die farbig markieren. Den Hintergrund kann ich mir hier entsprechend einstellen oder auch gestalten, je nachdem, wie man es gerne haben möchte. Dazu dann später all diesen RS. Dann hier links habe ich meine Pinsel-Werkzeugliste mit Pinseln und Stiften für Ölfarben, für Marker und für alle Arten der Textgestaltung und Feinliner für Vorzeichen und Bleistifte. Habe hier ähnlich wie in Photoshop die Bearbeitungsmöglichkeiten zum einzelnen Pinsel zu gestalten und hochzuladen oder hier auszuwählen. Dann die Stärke, also die Deckkraft hier und die Größe jeweils einzustellen. Auch dazu später mehr. Hier, je nachdem, was man sich für einen Pinsel auswählt, wirkt sich das dann entsprechend natürlich aus. Hier oben habe ich dann auch die Möglichkeit, mir die Farben auszuwählen, auch dazu später mehr. Und hier unten kann ich mir diese Werkzeuge speziell konfigurieren, auch dazu später mehr. Und mit einem Rechtsklick kann ich mir das Ganze wieder konfigurieren und habe hier 6 Menüs, 8 Menüs mal 6 Befehle. 6 mal 8, das sind 48 Befehle, die ich mir konfigurieren kann. Konfigurieren geht hier über Bearbeiten, Einstellungen und komme ich in dieses Fenster. Kann hier einige Einstellungen vornehmen und hier habe ich verschiedene Dateiformate. Im Serienbereich kann ich mir dieses Fenster hier dann schlussendlich entsprechend konfigurieren mit diesen 6 mal 8, also diesen 48 Befehlen. Ich kann hier dann sagen, wie ich das gerne einstellen, eingestellt haben möchte, auch dazu später mehr. Hier habe ich dann ein sogenanntes Flipbook, wo ich mir ein Skizzenbuch als Video gestalten kann. Auch dazu später mehr. Hier habe ich meine Einstellmöglichkeiten hier im HD-Bereich zum Beispiel. Framerate, Anzahl der Frames und so weiter. Gehe ich dann später noch darauf ein. Und ich füge dann hier meine einzelnen Bilder ein in meiner Arbeitsbühne. Auch dazu später mehr. Hier kann ich das Ganze dann schlussendlich als Video exportieren. Ich könnte das Ganze speichern oder wieder einfügen und so weiter.
Hier kann ich mir nicht mit der Grafikarbeit arbeiten, die Stiftempfindlichkeit einstellen oder die Mausempfindlichkeit in diesem Fall auch darzustellen von mir. Aber hier unter Bild gewisse Vorgaben, die ich dann schlussendlich noch bearbeiten kann. Ich kann mir hier ein sogenanntes Layout einstellen oder ein Animationsprogramm, Vorlagenlayout, Comic, Bibliothek und so weiter. Das haben wir hier. Und hier Layout. Der Ebeneneditor. Und dann schlussendlich noch den Hilfebereich. Über Sketchbook Hilfe, Schnelleinführung. Dieses Fenster auf, da wird mir bereits einiges gezeigt. Support, News, Online, Updates und Info über Sketchbook Pro. Gut, das war hier der erste Rundgang durchs Programm. Und in einem der nächsten Videos werde ich die einzelnen Funktionen dann genauer erklären. Bis dahin, tschüss.